Servus ihr Covidioten und willkommen auf meinem bereits angekündigten Video, in dem es darum gehen soll, was sind eigentlich Coronaviren. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, was geben die Typen jetzt ab? Ich meine, ist ja klar, was Corona ist, die seit fast 2 Jahren jetzt grassiert, die gefährliche Pandemie. Und ja, das ist eigentlich das Lustige, weil man hört ja ständig Corona hier, Corona da, gemeinsam gegen Corona, alles was damit zusammenhängt, Impfen, Testen, Maskenpflicht, was weiß ich was. Und ja, eigentlich kann keiner oder erklärt eigentlich keiner mal wirklich so, was sind eigentlich Coronaviren? Was ist das eigentlich? Vor 2 Jahren oder fast 2 Jahren, wo das losging, hat es ja geheißen, dieser Virus kommt aus Wuhan, aus China. Da gab es ja auch dann Theorien, dass der eventuell in einem Labor gezeugt wurde und so weiter. Und damals hat es ja auch noch geheißen, der neuartige Coronavirus. Und heute ist es ja nur noch Corona. Also es gibt eigentlich nichts anderes mehr als Corona. Und ja, ich denke mal, jeder hat irgendwo so langsam seine Gehirnwäsche bekommen, was das alles betrifft. Hat einfach langsam hier das bis hier oben stehen, kann das Wort eigentlich nicht mehr hören. Und darum habe ich mir gedacht, ja, recherchiere ich doch mal, schau doch mal, was Coronaviren sind. Recherchieren ist jetzt eigentlich etwas übertrieben, ihr werdet es dann gleich sehen und kann ja jeder selber dann immer auch machen, selber überprüfen. Ich werde das Ganze in 3 Teile aufteilen, zum einen eben das, was ich gerade gesagt habe, was Coronaviren sind. Dann werde ich mal eine Theorie von mir ansprechen, die ich persönlich eigentlich ganz interessant finde, die eventuell erklären kann, warum die Fallzahlen oder die Inzidenzzahlen immer wieder mal steigen, immer wieder auch mal fallen, weil das hat ja angeblich immer was mit ja, dem Tragen von den Masken zu tun, ob die Leute geimpft sind oder nicht und so weiter. Ja, wie gesagt, werde ich da mal was dazu sagen. Ich sage natürlich eben gleich, ich kann natürlich auch jetzt nicht sagen, dass es richtig ist, das ist einfach nur eine Theorie, da ich kein Virologe bin, ich bin kein Biologe, kein Wissenschaftler und kann auch gerne jeder dann in die Kommentare unten schreiben, würde mich auch wie immer freuen, wenn er da irgendwie eine Erklärung dafür hat, warum das eben so ist oder ob ich damit richtig liege oder nicht, seht ihr dann gleich und am Schluss werde ich dann noch kurz ein paar Worte dazu verlieren zu der ganzen Impfpflicht, Impfgeschichte, genau. Ja, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß und nach dem Intro geht's los. Dann, was sind Coronaviren? Einfach mal bei Google eingeben, Coronaviren. Normalerweise kommt ja immer ganz oben eigentlich gleich so ein Wikipedia-Artikel zu allem, was man halt eingibt. Da muss man ein Stückchen runterscrollen. Und da kommt dann der Wikipedia-Artikel Coronaviridae. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall Coronaviridae oder Viridae. Genau, wenn man mal auf diesen Artikel klickt, wird man dann feststellen, dass in dem Artikel praktisch beschrieben ist Coronaviridae, umgangssprachlich auch Coronaviren. Und ja, da wird eigentlich im Prinzip auf Wikipedia oder in Wikipedia eigentlich mehr oder weniger alles erklärt. Und ich lese euch jetzt einfach mal den Artikel vor und dann könnt ihr euch ja mal selber eure Gedanken darüber machen. Coronaviridae ist eine Virusfamilie innerhalb der Ordnung Nidovirales. Die Viren innerhalb der Familie werden umgangssprachlich Coronaviren genannt und gehören zu den RNA-Viren mit den größten Genomen. Und jetzt wird es interessant, da kommt nämlich, die ersten Coronaviren wurden bereits Mitte der 1960er Jahre beschrieben. Als Entdeckerin gilt die britische Virologin June Almeida, der 1966 eine Aufnahme mittels Elektronenmikroskop gelang. Die im elektronenmikroskopischen Bild grob kugelförmigen Viren fallen durch einen Kranz blütenartiger Fortsätze auf, die an eine Sonnenkorona erinnern und die ihnen ihren Namen gaben. Da der Artikel jetzt auch länger ist, werde ich ihn jetzt nicht komplett vorlesen. Wie gesagt, könnt ihr dann selber machen, aber hier zum Beispiel ist ganz interessant. Bei Menschen sind 7 Arten von Coronaviren als Erreger von leichten respiratorischen Infekten, in Klammer Erkältung, grippaler Infekt, bis hin zum sogenannten schweren akuten Atemwegssyndrom, also SARS abgekürzt, Severe Acute Respiratory Syndrome, von Bedeutung. Ja, ist also ganz eben interessant, weil ja getan wird, als ob es diese kugelförmige Virenform ja erst seit irgendwie 2 Jahren gibt. Ich kann mich nur erinnern von früher, ja, ich habe das schon öfter gesehen in irgendwelchen Filmen, in irgendwelchen Serien eben, dass ein Virus einfach so aussieht. Ich meine, es gibt ja eben verschiedene Formen von Viren, aber eben dieser Virus ist wahrscheinlich eh der geläufigste Virus. Einfach diese Kugel mit diesen Stacheln dran. Und ja, wie man ja gelesen hat, wie gesagt, kann jeder sich selber darüber informieren, kann mal ein Biologiebuch oder was in die Hand nehmen, wo sowas drinsteht. Ja, die Coronaviren gab es schon immer. Also, ich meine, die wurden ja erst in den 60er Jahren entdeckt. Die wurden da entdeckt, die gab es aber ja schon immer. Und letzten Endes ist eine Grippe zum Beispiel ein Coronavirus. Das heißt, sobald man Grippe hat, hat man so gesehen Corona. Ist einfach Fakt. Und drum eben heißt es ja Covid-19, ja, weil es ja, darum hat es ja damals auch noch geheißen, der neuartige Coronavirus. Also frage ich mich dann, wie das dann auch wieder sein kann, dass ja aus diesem Virus praktisch wieder irgendwelche Mutationen entstehen. Und klar, da kenne ich mich jetzt nicht aus, das kann schon sein, aber ich meine, allein zu dieser Coronavirenfamilie gehören 300 verschiedene Arten bereits. Also das, was jetzt hier die ganze Zeit präsentiert wird, neuartiger Coronavirus, wieder eine Mutation, das ist einfach ganz normal. Also wie gesagt, jede Grippe ist Corona. Es ist einfach so. Und das heißt ja auch SARS-CoV-2. SARS-CoV-1 gab es ja auch schon. Da werde ich euch auch noch kurz was dazu vorlesen. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel einen Artikel, der ist bei Lifeline veröffentlicht worden, also einfach googeln, dann findet ihr den. Da geht es um die SARS-Pandemie 2003, 2004
Ich werde den euch jetzt auch nicht komplett vorlesen, was ich zum Beispiel ganz interessant fand. Also auch damals eben, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, eben Anfang der 2000er ist es ausgebrochen, dieses SARS-CoV-1, also dieses schwere, akute respiratorische Syndrom, das eben durch das Coronavirus ausgelöst wird. Also das ist ja auch keine eigene Krankheit, sondern das ist eine durch das Coronavirus ausgelöste Krankheit. Und hier zum Beispiel, welche Ursache hat SARS? Das schwere, akute respiratorische Syndrom wird durch ein Coronavirus verursacht, das seit seiner Identifizierung im Frühjahr 2003 als SARS-assoziiertes Coronavirus, kurz SARS-CoV oder SARS-CoV-1, bezeichnet wird. Üblicherweise verursachen Coronaviren leichte bis mittelschwere Erkrankungen der oberen Atemwege. Ja, wenn man sich da mal ein bisschen damit beschäftigt, das ist damals eben auch in China ausgebrochen. Die Leute hatten dort auch dann den Mundschutz und alles getragen und irgendwie ist der Virus auf einmal wieder komplett verschwunden. Und jetzt auf einmal herrscht hier die absolute Pandemie seit 2 Jahren und dieses Virus kann einfach nicht bekämpft werden und die Leute müssen geimpft werden und jeden Tag getestet werden und was auch immer. Und wir reden hier, wie gesagt, einfach von einem grippalen Infekt, denn was anderes ist es nicht. Also es gibt nicht Grippe und Coronavirus, denn Grippe ist einfach Corona. Es ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt. Ich meine, da kann man sagen, was man will. Das sind einfach wissenschaftliche Fakten. Da kann sich jeder damit beschäftigen. Und das ist halt etwas, was eigentlich der Öffentlichkeit ja gar nicht mal mitgeteilt wird. Also da muss man praktisch irgendwie selber da mal ein bisschen gucken. Und ich meine, das Lustige ist, es ist ja nicht mehr schwer, das rauszufinden. Ja, das eben, da komme ich jetzt eben zu meiner These. Und zwar, was ja die Inzidenzzahlen betrifft. Und zwar, die Inzidenzzahlen steigen ja jetzt die letzten 2 Jahre immer Richtung Herbst, geht es ja wieder hoch. Da heißt dann, die Inzidenzzahlen steigen wieder, das und das muss verschärft werden, bla bla bla. Im Sommer gehen sie dann wieder runter. Ja, und was, woran liegt es denn? Also ich meine, wir haben ja, jedes Jahr haben wir eine Grippesaison. Jedes scheiß Jahr ist eine Grippesaison. Jedes Jahr steigen die Inzidenzzahlen. Da habe ich euch übrigens auch noch hier einen lustigen Artikel. Da geht es um die um Zeitungsartikel der letzten, ja, über 10, 20 Jahre, wo berichtet wurde, dass es bei Grippefällen, dass dort die Krankenhäuser überlastet sind, dass die Intensivstationen überlastet sind. Aber es hat keine Sau interessiert, da hat es auch nicht geheißen, jeder muss sich gegen Grippe impfen lassen und wer das nicht macht, ist ein unsolidarisches Arschloch und ein Schwurbler und jeder muss Masken tragen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wenn du in der Arbeit warst und dann zum Beispiel im Einzelhandel, wenn du dann krank warst, wirklich Grippe gehabt hast, du wurdest eher noch angemault, warum du nicht in die Arbeit kommst. Also wenn du Grippe hattest, da war es scheißegal, ob du dann irgendwelche Leute ansteckst oder nicht. Und heute, wenn du keine Symptome hast, aber irgendwie einen positiven Test hast, dann bist du erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Also das, man muss sich das mal überlegen, was hier eigentlich abgeht. Ja? Und wie gesagt, jedes Jahr steigen die Inzidenzzahlen. Oder besser gesagt, die Grippezahlen, weil die schon immer jedes Jahr gestiegen sind. Und egal, ob die Leute jetzt geimpft sind, ich meine, die Leute sind jetzt geimpft zu 70%, glaube ich, die Inzidenzzahlen steigen ja trotzdem. Letztes Jahr waren die Leute nicht geimpft, die Inzidenzzahlen sind gestiegen. Egal, ob die Leute Masken tragen oder nicht, egal welche Vorkehrungen es trifft, die Inzidenzzahlen werden jedes Jahr steigen. Und das Ding ist, weil es ja heißt, gemeinsam gegen Corona, man kann ja Corona nicht besiegen, diesen Virus gibt es schon immer. Egal, ob das jetzt Covid-19 ist, Covid-20 ist, irgendein Omikron, ein Grippevirus oder sonst was, diese Coronaviren kann man nicht besiegen. Ihr werdet verarscht, es ist einfach so, es ist einfach Fakt. Diese Viren werden niemals besiegt werden können. Es ist einfach Tatsache, egal ob die Leute gegen Grippe geimpft sind, trotzdem gibt es doch Grippe. Trotzdem haben jedes Jahr die Leute Grippe und wen interessiert's? Und jedes Jahr sterben Leute an der Grippe und es hat nie irgendeinen interessiert. Keine Sau juckt es. Nur jetzt wird ein riesen Geschiss gemacht. Und jetzt eben zu meiner These, oder was heißt These? Die These habe ich ja gerade erklärt, aber jetzt mal zu der Sache mit diesen PCR-Tests zum Beispiel. Oder besser gesagt auch den Schnelltests. Und da wäre jetzt meine Frage, und das kann mir vielleicht irgendjemand beantworten, eben, dass ich ein bisschen damit auskenne, weil ich eben da keine Ahnung davon habe. Und zwar, kann ein PCR-Test oder vor allen Dingen ein Schnelltest unterscheiden, ob man ein Grippe-Coronavirus hat oder ob man ein Covid-19, ein Coronavirus-19 hat. Ja, also kann ein Schnelltest, der irgendwie 1 Euro irgendwas kostet, kann der das feststellen? Kann der unterscheiden, ob ich ein Grippevirus habe, ein Grippe-Coronavirus, oder kann der unterscheiden, ob ich dieses neuartige Coronavirus habe? Weil ich bin mir sicher, dass die das nicht können. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich Grippe habe und einen PCR-Test mache, dass die sagen, ich bin Corona-positiv. Weil die einfach das nicht unterscheiden können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, ist eine These von mir. Ihr könnt es mir gerne eben, könnt mich dann gerne aufklären. Aber wie gesagt, dieses Coronavirus gibt es schon immer. Und ja, normalerweise muss doch jeder klardenkende Mensch da mal langsam aber sicher anfangen und sich überlegen, ob das dann wirklich noch was mit dem Schutz der Bürger zu tun hat, das Ganze, was hier abgeht aktuell, ob das was mit einem Coronavirus zu tun hat oder einer gefährlichen Pandemie, die ja angeblich hier herrscht, oder ob das einfach ganz andere Hintergründe hat. Ja, ich denke mal, jeder, der mich kennt, der meinen Kanal auch schon länger verfolgt, der kennt meine Meinung. Wie gesagt, das Thema ist auch so tief und so komplex, das kann ich jetzt nicht in einem Video, oder will ich ja auch gar nicht in diesem Video erklären. Ja, ich will da jetzt nicht so tief drauf eingehen.
letzten Endes eben soll es jetzt in dem Video ja eigentlich hauptsächlich eben darum gehen, was eben die Coronaviren sind. Ich glaube, das habe ich jetzt ausreichend erklärt. Informiert euch einfach selber. Habe eben, wie gesagt, meine These gebracht. Und jetzt zu guter Letzt will ich allerdings, weil mir das auch am Herzen liegt, noch was zu dieser ganzen Impfgeschichte sagen. Ja, was hier aktuell eben abgeht gerade mit dieser Impfpflichtgeschichte, ganz ehrlich, es wird einfach ein Druck. Es heißt ja, es gibt keine Impfpflicht. Ich meine, haben ja die Politiker, haben das ja eh letztes Jahr gesagt, ja, es wird keine Impfpflicht geben. Durchgehend alle Politiker, jeder Partei hat es gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Jetzt auf einmal ist eine Impfpflicht im Gespräch. Ja, ich meine, jetzt gehen die Leute auf die Straße. Ich hoffe, es wird keine Impfpflicht geben, weil ich glaube, dann ist es wirklich hier aus, sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Und ja, wie gesagt, das, was hier abgeht, das steht in keinem Verhältnis mehr zu irgendwas. Es steht kein Verhältnis, kein Virus hat das Recht, dass man das Grundgesetz abschafft, dass man Menschen so unter Druck setzt, Menschen so psychisch fertig macht. Und was diesen Druck auf Menschen anbelangt, die ungeimpft sind. Wie gesagt, da könnte ich jetzt auch eine Stunde drüber reden, aber ich will nur eins sagen, ganz ehrlich, egal ob jemand geimpft ist, ungeimpft ist oder was auch immer, es geht jetzt hier wirklich an diese Leute, an diese Faschos. Für mich sind diese Leute Faschos, die andere Leute, die kommen von wegen, ja, ich finde es super, wenn es eine Impfpflicht gibt, die erwarten, dass andere Leute sich irgendwas spritzen, das sie einfach nicht wollen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung und ich habe das ja auch schon oft gesagt, jeder, der geimpft ist, ist ja sicher, soll er sich impfen lassen, soll er sich fünfmal impfen lassen, aber lasst doch einfach die Leute in Ruhe, Alter. Lasst doch einfach die Leute in Ruhe, die sich nicht impfen lassen wollen. Was ist denn euer Problem, Mann? Ihr seid Faschos, Mann. Ihr seid einfach Faschisten. Und das Schlimme ist, auch gerade die Antifa, von der hört man zum Beispiel nichts mehr diesbezüglich. Da wird dann immer, ja, Diskriminierung hier, Diskriminierung da, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist Rassismus. Alter, wo seid ihr denn, Mann? Wo seid ihr denn? Ihr nennt euch Antifaschisten. Ihr seid keine Antifaschisten. Ich bin Antifaschist. Ich bin bekennter Antifaschist. Ich bin Antifaschist, ich bin Patriot, weil Patriotismus ist gelebter Antifaschismus. Ihr nennt euch so, aber ihr seid keine Antifaschisten, ihr seid Faschisten, ihr seid Faschos. Ihr unterstützt genau das, ihr unterstützt den Staat und ihr unterstützt diese Sache, die hier gerade passiert. Und ohne Witz, ihr schämt euch nicht mal dafür, ohne Witz, ihr schämt euch nicht mal dafür. Ja, ich könnte mich, normalerweise bin ich nicht so, ihr wisst, jeder, der mich kennt, ich bin normalerweise ein sehr höflicher, ich bin ein Herzensmensch, ich bin ein ruhiger, ausgeglichener Mensch. Aber was das betrifft, könnte ich mich sowas von aufregen. Und wie gesagt, lasst einfach die Leute in Ruhe, Mann. Lasst einfach die Leute in Ruhe, die keinen Bock haben, sich impfen zu lassen. Das geht euch doch einfach nichts an. Impft euch fünfmal, impft euch sechsmal. Ihr seid ja sicher dann, ist doch alles cool. Aber lasst einfach Leute in Ruhe, die es nicht wollen. Und das, was hier abgeht, mit Leute dann irgendwie nicht mehr ins Restaurant reinlassen. Leute, die ungeimpft waren, die sind doch vor 2 Jahren auch ins Restaurant gegangen. Hat euch doch auch nicht interessiert. Jetzt auf einmal ist es total schlimm, wenn Leute ins Restaurant gehen, die nicht geimpft sind. Wen interessiert das denn? Was macht das denn für einen Sinn? Ja, es geht doch, oder wenn Leute getestet sind, die dürfen nicht ins Restaurant, die nachweisen können, dass sie diesen Coronavirus ja nicht haben. Egal, ob das jetzt eine Grippe ist oder was auch immer. Die sagen, ich habe kein Coronavirus an mir. Die dürfen nicht rein. Aber Leute, die geimpft sind, die ja jederzeit diesen Virus haben können. Was ja die Leute haben, was ist denn? Wer sind denn die Leute auf den Intensivstationen? Wie viele Geimpfte sind denn auf den Intensivstationen, die überall rein können, ohne getestet zu werden? Also irgendwas stimmt doch da nicht. Alter, ihr müsst doch langsam mal merken, ohne Scheiß, ihr müsst doch langsam mal nachdenken und euch mal im Klaren darüber sein, was hier abgeht. Und wie ihr euch eigentlich verarschen lasst und wie hier die Rechte von Menschen mit Füßen getreten werden, ja, dass man sagt, man zwingt Leute oder versucht Leute unter Druck zu setzen, dass sie irgendwas machen, was sie nicht wollen. Das ist Faschismus, nichts anderes. Und wie gesagt, lasst die Leute einfach in Ruhe. Genau. Wie gesagt, ich bin da jetzt echt ein bisschen jetzt an die Decke gegangen, normalerweise bin ich nicht so, aber das ist einfach ein Thema, wo ich einfach ausraschen könnte. Vor allem, wenn dann irgendwelche Leute kommen, die keine Fakten haben, die keine Ahnung haben, aber irgendwas reden. Ja, die alles immer wissen, ja, die dann erzählen, ja, die ganzen Intensivstationen sind voll mit Ungeimpften. Bullshit, Mann, steht doch sogar in den Zeitungen drin, dass Geimpfte auf den Intensivstationen sind. Oder dass es teilweise gefaked wird, Mann. Es wird ja auf den Intensivstationen, es wird ja gefaked. Es ist ja wirklich so, dass es Leute gibt, die dort drauf sind, die zum Beispiel kreuzgeimpft sind. Informiert euch mal. Leute, die kreuzgeimpft sind, das heißt, die 2 verschiedene Impfstoffe haben, zählen als ungeimpft. Leute, die nicht geboostert sind, zählen als ungeimpft. Wie gesagt, informiert euch mal, das ist so krass. Ja, wie gesagt, das waren jetzt meine etwas emotionalen, aber ich denke mal angebrachten Abschlussworte zu dem Ganzen. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dann seid ihr immer informiert, wenn neue Videos angehen. Teilt das Video auch gerne, würde mich auch richtig freuen. Wie gesagt, immer gerne teilen meine Videos. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, hier ist mein Instagram-Account, würde mich auch riesig freuen. Und in dem Sinne, ja, mein erstes richtiges Video dieses Jahr, wünsche ich euch immer noch, ist ja erst Januar, einen guten Start ins neue Jahr, hoffen wir das Beste, dass es dieses Jahr einfach mal besser wird, dass die Leute einfach mal ein bisschen aufwachen und haut's rein. Servus.